Unpassende Kleidung. Warum tut er das? Wer? Ich zeige auf eine Person im Hamburger-Kostüm auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ach der, der ist stadtbekannt. Angeblich wurde er noch nie in normaler Kleidung gesehen. Was die Leute so reden. Ja klar, andererseits würde ihn auch sonst niemand erkennen. Nicht zufrieden mit der gegebenen Antwort rief ich dem Typ im Hamburger-Kostüm zu. Und tatsächlich kam er. Warum tust du das, frage ich gerade heraus. Zuerst sah er an sich selbst herunter, dann musterte er mich auf die gleiche Weise. Das könnte ich dich auch fragen, antwortete er leicht spöttisch. Ich sah an mir herunter, sah meinen Freund an und suchte in der näheren Umgebung nach anderen Menschen. Alle waren ganz normal gekleidet. Der Typ im Hamburger-Kostüm folgte meinen Blicken und lächelte. Ich bin Trendsetter, antwortete er schließlich, ohne ein breites Grinsen dabei abzulegen. So? Und wie lange schon? Entgegnete ich, nicht wirklich interessiert an seiner Geschichte, sondern nur daran, wie lange ein Mensch sich dem gesunden Menschenverstand widersetzen kann. Nun, antwortete er, den Kopf dabei hin und her wiegend, als würde er nachdenken, in etwa seitdem sich die Mode zu dem gewandelt hat, was ihr beide da anhabt. Nun vielmehr noch, was ihr verkörpert. Weder mein Freund noch ich verstanden, was er meinte. Was verkörpern wir? Setzen wir ein Statement, ohne es zu wissen? Und wenn ja, tun alle anderen Menschen in dieser Stadt das dann auch? Bewusst oder unbewusst, mit dem Kopf voller Fragen und Gedanken verabschiedete ich mich von dem Typ im Hamburger-Kostüm. Mein Freund und ich liefen noch eine Weile schweigend und grübelnd nebeneinander her, auch ehe ob wir uns trennten und jeder für sich nach Hause ging. Als ich dann endlich in meiner Wohnung ankam, zog ich müde vom Tag meine Alltagskleidung aus, hängte sie so ordentlich auf einen Bügel und strich wie immer die Ohren meines grauen Hasenanzugs glatt.